Von Trubel kann auf dem Firdus-Bazar im Stadtzentrum Jerewans nicht mehr die Rede sein. Früher lockten hier günstige Preise, heute gibt es kaum noch Stände. Die Regierung hat den Markt vor fast einem Jahr offiziell geschlossen. Sie will das ganze Viertel umbauen. Statt der alten Häuser sollen hier moderne Wohnungen und Büros sowie eine Parkgarage entstehen. Die Anwohner sollen weg. 25 Jahre lang betrieb auch Anahit Prikyan hier einen Marktstand. Ohne ihren Stand lebt sie nun von Sozialhilfe. Weniger als 70 Euro im Monat müssen für sie, ihre Tochter und ihre kranke Mutter zum Leben reichen. Jetzt will die Regierung auch noch ihr Grundstück hinter dem Markt bebauen. Das angebotene Entschädigungsgeld ist ihr zu niedrig. Mein Haus ist 100 Jahre alt, quasi eine Antiquität. Ich sollte selber den Preis festlegen, der für mein Land gezahlt wird. Es ist mein Land, mein Eigentum. Warum haben Sie das Recht, mir mein Eigentum wegzunehmen? Mein Kind lebt hier und meine Mutter. Das, was die Regierung macht, ist Diebstahl. Anahit und viele der anderen Einwohner am Firdus-Markt werfen der Regierung Korruption vor und haben an den Protesten teilgenommen. Nicht nur die Verkäufer und die Einwohner hier am Firdus-Markt sind unzufrieden. In Armenien lebt ein Drittel der Menschen unter der Armutsgrenze und um die 20% sind arbeitslos. In den letzten Wochen hat ihre Unzufriedenheit viele auf die Straßen getrieben. Auslöser für die Proteste in Armenien war die Entscheidung des langjährigen Präsidenten Serge Sargsyan, in das Amt des Premierministers zu wechseln und damit an der Macht zu bleiben. Viele Demonstranten fühlen sich von der Regierung verraten und werfen ihr Korruption vor. Viele wollen Veränderung und diese Forderung kommt nicht nur von einer Minderheit, von einer politischen Elite in der Regierung oder in der Opposition. Es ist eine gesellschaftliche Forderung und die Erwartungen sind sehr hoch. Zurück am Firdus-Markt zeigt Anahit uns das Grundstück, das die Regierung ihr abkaufen will. Ich würde es gegen nichts eintauschen. Diese grüne Oase liegt nicht nur mitten im Stadtzentrum, sie liegt Anahit auch am Herzen. Das Grundstück gehört ihrer Familie schon seit 100 Jahren. Meine Tochter sagt, wir sollten all das zurücklassen, vielleicht sogar auswandern. Aber wie können wir unser Land zurücklassen und unsere Friedhöfe? Mein Vater ist hier begraben, meine Großmutter, mein Großvater. Warum soll ich gehen? Soll doch die Regierung gehen, die haben Milliarden. Der Umbau des Firdus-Markts lässt noch auf sich warten. Doch die Anwohner haben ihre schlechten Karten satt. So wie viele andere hier wollen sie ihre Zukunft nun selbst in die Hand nehmen.